Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter Curse of Naxxramas. Und zwar ist das hier die erste Folge aus dem zweiten Kapitel. Damit ihr nicht verwirrt seid, es kommen noch ein paar aus Kapitel 1. Die laufen dann quasi parallel. Kapitel 1 kommt immer 12.30 Uhr und Kapitel 2 kommt immer 16.30 Uhr. Und ihr könnt sie auseinanderhalten bei den Thumbnails, weil die Folgenziffern werden sich mit Grün und Lila immer wieder abwechseln, ja? Außerdem steht Kapitel 2 und so drauf. Ihr werdet das schon verstehen, ich bin ja ganz sicher. Und wir starten jetzt mal hier in den Normalmodus von Kapitel 2. Ich hatte da so ein bisschen Probleme, das freizuschalten. Das lag wahrscheinlich mal wieder daran, dass jetzt so viele Leute das probieren, keine Ahnung. Ich stecke jetzt ein Schlüsselchen da rein. Ihr seht hier unten rechts. Ich habe in-game Gold bezahlt. Es ist das Plague Quarter. Auf Deutsch Seuchenviertel. Und wen hauen wir denn hier als erstes? Noth. The Plaguebringer. Der Seuchenbringer wahrscheinlich. Okay, was kann der? Passive Hero Power. Das ist passiv. Whenever an enemy dies, raise a 1-1 Skeleton. What? Also, sobald einer von meinen Leuten stirbt. Okay. Okay, aber ein 1-1er. Das ist okay. Das bedeutet aber für mich... Tja, das bedeutet für mich, ich brauche irgendwas mit großen Minions. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Was nehmen wir denn da? Ich habe jetzt gar nichts vorbereitet, weil ich mich nicht spoilern wollte, was der kann. Und ich wollte das mit euch zusammen erleben. Jetzt ist die Sache, ich glaube, ich habe doch nichts. Ich glaube, ich habe doch nichts. Was irgendwie schlau wäre. Können wir mal hier... Oh nein, bitte stürz nicht ab, liebes Spiel. Bitte stürz nicht ab, liebes... Oh, da ist es wieder. Hallo. Okay. Was haben wir denn da? Beim Brüten vielleicht? Die Kurve ist... Naja, geht so. Yetis, wir haben so eine Dinger. Wir haben Manipulator. Wir haben sowas. Wir haben das hier. Wir haben sowas. Hm. Aber auch relativ viele kleine, ne? Nee. Was haben wir denn hier im Legendary Deck so Schönes? Da sieht die Kurve... Na gut, da haben wir auch so viele Zweier, Dreier, Vierer. Das ist natürlich auch nicht so geil. Wir haben die hier. Wir haben ein paar kleine... Achso, das ist auch noch ein Schamane. Das heißt, wenn ein Totem stirbt, ist auch kacke Arsch, ne? Okay, dann lass uns doch zusammen ein Deck... Lass uns doch zusammen ein Deck erschaffen. 1-1er Skelette. Die wollen wir also gerne töten mit... Mit einem Ping. Das heißt, wir nehmen entweder einen Druiden oder einen Mage. Oder einen Rogue. Aber einen Rogue ungerne. Diese Maexner-Sachen hier können wir schon mal wegtun. Ich sag euch nicht, was gewonnen hat, Leute. Es war sehr, sehr spannend. Es war sehr, 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 sehr spannend. Neues Deck. Nehmen wir einen Mage? Der kann nämlich noch so ein bisschen Control machen, bis er dann die großen Sachen spielen kann. Ist das vielleicht... Ist das schlau vielleicht? Oder ein Priester, der kann sich noch hochheilen. Achso, der hat aber keinen Ping. Komm, wir nehmen mal einen Mage. Wir probieren das mal aus. Und für den anfänglichen Control-Quatsch nehmen wir mal das hier mit. Das hier nehmen wir mit. Obwohl, wenn die sterben, ist auch kacke, ne? Aber dann kann er halt so lange nicht durch. Das ist auch ganz gut, ne? Zweimal Frostbolt. Der Arcane Explosion wirkt auf mich auch total schlau. Okay, was noch? Was noch? Was noch? Ich weiß ja nicht, was er sonst noch so im Board hat, ne? Auf dem Board, im Board, im Deck. Entschuldigung. Aufs Board schmeißen will, aus seinem Deck hinaus. Der hat viel Leben, den nehmen wir auch mal mit. Fireball, ich weiß es nicht. Wir müssen ja erstmal eine Runde gegen den spielen, damit wir überhaupt wissen, womit wir da das zu tun haben, ne? Sollen wir nochmal einen Pyroblast mitnehmen? Erstmal nehmen wir teure, große, riesen Minions mit, des Todes. Wir könnten auch den Tauntbringer spielen. Der hat 2-3 und gibt +1/+1. Wobei, naja, so richtig. Also einen Yeti können wir schon mal nehmen, damit wir am Anfang irgendwas haben. Überhaupt irgendwas haben. Dann würde ich gerne Twilight Drake auf jeden Fall. Denn ich denke, wir werden erstmal eine Weile lang unsere Sachen nicht ausspielen können. Fan Creeper nehmen wir mit. Habe ich nur einen leider. Nehmen wir hier so ein Tiger mit. Das Ding nehmen wir mit. Mal Exner vielleicht. Vielleicht mal Exner, ne? Komm, nehmen wir mit. Sunwalker. Okay, Champion.
Und, oh, das wollte ich nicht mitnehmen. Dann nehmen wir einen Molten Giant. Habe ich nicht. What? Ach du Scheiße. Ich habe keinen Molten Giant. Leute, das macht mich jetzt ein bisschen nervös. Kostet 400 oder was? Ach, nee. Ich habe zwar hier noch, ne, aber ich habe fast genug für eine Legendary, Leute. Und da wollte ich mir eigentlich vielleicht eine Alex Thrasher holen oder so. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Naja gut, dann nehmen wir halt andere Giants mit. Warum nicht? Komm, was gibt's denn da? For each other card in your hand. Den nehmen wir mit. One less for each other minion on the battlefield. Naja, ob der... Oh, nee, wir nehmen den mal mit. Golem nehmen wir auch noch mit. Einen Ragnaros nehmen wir mit. Ich glaube, das ist ein Drecksdeck des Todes. Ich glaube, das macht überhaupt gar keinen Sinn, was ich da gerade mache. Warte mal, ein Wargolem wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Ich wollte, glaube ich, eher wollte ich lieber so ein Ding hier mitnehmen, ne? Komm, den packen wir weg. Ups. Habe ich Raggi jetzt weggepackt? So nicht, Digga. So nicht. Dann nehmen wir den jetzt noch mit. Zweimal, oder was? Dürfen halt nicht zu viel Shit haben, das zu wenig Leben hat. Okay. Und wir haben so ein bisschen, aber so richtig Removal kann man das ja auch nicht nennen, ne? Warte mal, habe ich hier... Jo, Flamethrower habe ich dabei. Was wir da auch eigentlich gut gebrauchen können, ist die lila Tante, die uns... Wie heißt denn die? Violet Teacher. Die hat relativ viel Leben. Und die gibt uns diese 1-1er, mit dem wir seine 1-1er kaputt machen können. Ach so, aber dann sterben ja unsere auch. Und ah, okay, ich verstehe. Oh, dann ist die gar nicht so schlau. Dann ist das Removal schon mal gut. Und die Arcane Explosion ist dann auch schon mal gut. Frostbolt ist auch okay. Sollen wir vielleicht den Auctioneer noch mitnehmen? Was kostet der? 5. Wenn wir so viel Zauber haben und so. Nimm mal einen Champion weg. Ich weiß auch gar nicht, ob der Champion... Haben wir so viele Diener? Champion macht gar nicht so einen Sinn, finde ich. Fällt mir gerade auf. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? Lass uns den mal wegpacken. Und dafür lieber diesen Taunt hier mitnehmen. Alles klar. Kapitel 2. Okay, und das ist jetzt noch normal, müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, ne? Das wird dann nachher nochmal richtig viel schwerer. Tschüss. Tschüss. Und Kapitel 2. Los geht's. Oh je. Also wir können jetzt am Anfang erstmal nichts spielen, außer so ein bisschen Removal. Und ich habe ein bisschen Angst. Es kommt halt drauf an, was er noch für Karten im Deck hat, ne? Die haben ja immer mal so ein bisschen spezielle Karten im Deck. North the Plaguebringer, fuck you! Okay, also wir haben halt Shit, den wir jetzt absolut nicht spielen können am Anfang. Twilight Deck behalten wir. Aus offensichtlichen Gründen. Das hier war gar nicht so schlau zu holen, glaube ich. Glaube ich überhaupt nicht schlau. Wenn er jetzt auch noch AOE im Deck hat, dann sind die gleich tot. Aber wir spielen es mal trotzdem. Wir testen das erstmal aus. Es ist die erste Folge, Freunde. Na, was coinst du da? Okay, nicht cool, aber dann können wir pingen. Kriegt er aber eine Karte für. Aber so ist das Leben manchmal. Immerhin. Gut. Ach, das sind hier die Naxxramas-Kartenrücken, ne? Also, die habe ich aber schon mal gesehen, glaube ich. Warte, was ist das denn hier? Mad Scientist, Death Rattle. Put a secret from your deck into the battlefield. Na, das ist ja ganz toll. Na, das ist ja ein total spannendes Death Rattle-Shit. Ich würde den gerne removen, weil der sonst einen von unseren tötet. Und dann kriegt er da sein komisches Skelett. Oh, jetzt hat er halt ein Secret. Okay, der hat Secrets im Deck. Ungünstig. Okay, und wenn der stirbt, macht er meine Waffe kaputt. Aber ich habe ja gar keine Waffe. Was machen wir jetzt? Jetzt schon den Twilight Drake spielen? Ich glaube nicht, Tim. 1, 2, 3, 4. Hat er nur 5 Leben. Wir ziehen ihm schon mal ein bisschen Leben ab. Und cool. Ja, sowas ist halt... Was ist denn jetzt los? Okay, noch eins gespielt. Der Undertaker. Harte Karte.
Okay, der hat wahrscheinlich richtig viel mit Death Rattle und dann kriegt er mal +1/+1. Das ist total uncool. Zwei noch, dann können wir Flamestrike spielen. Dann spielen wir jetzt das Ding, obwohl... Ah, ich will ja eigentlich Karten sparen für den Twilight Drake, ne? Wir müssen den jetzt spielen, Leute. Er kriegt jetzt noch einen 1-1er. Was sind denn das für... Was sind das wohl für Geheimnisse, wa? Sind das welche aus allen möglichen Decks? Also aus von allen möglichen Champions oder... Nicht so gerne. Okay, das Problem ist, wir können jetzt immer noch nicht den Flamestrike spielen. Wir müssen deswegen jetzt sowas hier machen. Was ist die Alternative? Die Alternative ist Twilight Drake. Einen davon pingen und den anderen damit töten. Aber dann ist das Ding hier gleich tot, weil dann haut er da was anderes von sich da rein. Damit könnten wir mehr zerstören eventuell. Ich glaube, das ist besser. Was sind das für Geheimnisse? Dass ich die immer noch nicht aktiviert habe. Sehr, sehr eigenartig. Noch ein Geheimnis, na klar. Okay. Vielleicht ist es immer wieder so ein bisschen so eine Sache wie bei Exner, dass man absichtlich seine Leute sterben lässt, damit er hier sein Board voll macht mit 1-1ern und dann quasi nichts mehr machen kann. Auch eine Möglichkeit, ne? So, hätte ich jetzt ein bisschen Spell Damage. Dann wären die alle drei tot. Was macht seins hier? Destroy the minions next to this one as well. Das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Und jetzt ein Flamestrike macht mir... Also, das macht ja auch keinen Sinn, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leben. Ja. Ach, shit. Es fehlt mir ein Mana. Dann könnte ich das Board clearen. Sehe ich gerade. Hätte ich ja eh mal machen können, ne? Das Ding hier. +4. Dann hätte ich noch 3 Mana gehabt. Aber dann wäre das Board geklärt. Schade, dass ich so dumm bin. Frostbolt. Wenn ich das Ding jetzt spiele... Dann kann er wenigstens nicht den Drake töten, wa? Und dann kann ich nächste Runde das Ding hier pingen. Nein! Counterspell! Okay, also kein eigenes Geheimnis, sondern ein Mage-Geheimnis. Ärgerlich! Ach, da steht's ja auch. Mage Secret. Also ist natürlich Mage. 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 Er geht aufs Gesicht! Sehr gut! Bedeutet für uns, er hat wahrscheinlich auch noch mal einen Counterspell dabei. Tja, was bedeutet das für uns? Was? Nur was? Wir könnten verschiedenste Sachen machen. Sollen wir einen Molten Giant spielen? Ich glaube ja. Und ins Gesicht. Sollte man schaffen, wenn er jetzt nicht nochmal irgendwelche abgefahrenen Todeskarten des Todes spielt. Oh, er geht ins Gesicht. Ich sollte mal langsam Sachen machen. Vielleicht jetzt ein Flamestrike, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Dann ist das Board clear. Ah, shit, nein! Ah, natürlich! Boah, ey. Okay, das war jetzt ein bisschen krass, ne? Bisschen sehr krass. Ich muss jetzt den hier eliminieren. Mache ich das am dümmsten? So, ne? Duplicate? Okay. Er hat jetzt 2 Kopien davon. Was ist denn? So, ich dachte schon, ich kann ihn nicht angreifen. Hallo? Welche 2 Kopien hat er denn jetzt gekriegt? What? Wie OP ist denn diese Karte, bitte? Das habe ich mir schon gedacht, dass er so ein AOE hat, der Penner. Okay, was spielen wir jetzt? Den Oger und das Vieh hier? Oder wollen wir direkt hier aufs Ganze gehen? Oder bei Exner vielleicht? Erstmal bei Exner. Ja, nein, vielleicht.
Das Ding stirbt auch nicht. Oh, wir könnten das hier kaputt machen. Destroyer Opponent's Weapon. Ja, das ist mir scheißegal. Dann machen wir das anders. 2, 6, 2, 8, 1. Okay. Swing. Swing. Ich habe mich vertan. Ich wollte eigentlich den hier spielen. Ist okay. Ist nicht so schlimm. Was ist das hier für ein Geheimnis? Nein! Boah! Wie ich dich hasse! Na gut, dass ich den nicht gespielt habe, ne? Hat er davon auch noch 28 oder? Nicht ganz. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? So was. Jetzt Arcane Missiles spielen, würde ich jetzt nicht empfehlen eigentlich. Wir machen eher sowas. Oder sollen wir es doch machen? Das 1-1er stört mich eigentlich wenig. Komm, warum nicht? So. Ach, noch so ein Geheimnis. Können wir mal bitte aufhören mit den scheiß Geheimnissen? Jetzt haben wir hier noch so ein Ding auf dem Board. Er geht ins Gesicht. Er hat mich gleich übrigens getötet. Aha. Okay, so viel machen kann ich nicht. Was ist das hier? Was hat der hier für ein Death Rattle? Deal 1 Damage to all Minions. Das macht mir überhaupt nichts aus. Aber wir müssen das erstmal als erstes kaputt machen. Was ist denn jetzt schon wieder? 2 copies of it in your hand. Wenn der hat jetzt 2 davon auf der Hand. Das ist nicht euer Ernst. Okay, das heißt, das spielen wir jetzt. Hier ist das Ding hier. Ich bin aber tot, weil er mich töten kann. Einfach so. Wobei nicht, wenn einer von den beiden jetzt hier stirbt. Bitte, bitte, bitte. Natürlich nicht. Ja, das... Das war halt so eine Runde, zum erstmal rausfinden, was da geht. Das Problem ist, diese Idee, die ich doch vorhin hatte, ne? Dass wir das so machen, dass wir möglichst viele Sachen spielen, die klein sind, damit er sein Board voll macht mit 1-1ern. Die klappt halt nicht so gut. Obwohl. Na doch, die klappt eigentlich ganz gut. Aber ich dachte, wegen seines AOEs, ne? Komm, wir probieren das mal aus. Haben wir noch irgendwas, was kleine Sachen macht? Ich glaube, hier der Murloc-Fisch, ne? Die hat viele kleine Sachen. Wir probieren das einfach nur mal aus. Und lernen dadurch noch ein bisschen besser das Deck kennen. Ich finde es schade, dass ich... Also, ich finde es nicht schade, dass ich kein WoW vorher gespielt habe. Aber ich glaube, für Leute, die das mal gemacht haben, ist das hier ganz unterhaltsam. Also noch ein bisschen unterhaltsamer, weil man so ein bisschen Rückschlüsse zieht, wie das damals war in diesem Raid und so. Bla bla, ich kenne mich da ja nicht aus. Kennt ihr wahrscheinlich. Was mache ich denn jetzt? Ja, die Taktik ist halt viel Kleinscheiß raushauen. Deswegen habe ich den jetzt erstmal weggepackt. Ja, plus 4. Ja. Spielen wir das Ding direkt. Wir wollen sein Board voll machen. Ich glaube, was ich mir da überlegt habe, das klappt gar nicht so gut. Das wird, glaube ich, überhaupt nicht so klappen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir machen den kaputt. Wir spielen noch mehr kleines Zeug vielleicht. Auch den spielen können, aber warum eigentlich? Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, er kann nichts machen. Dann spielen wir das hier. Warten und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Davon spielen wir nichts. Ah ja, den können wir damit erledigen. Dann stirbt der hier und er kriegt einen 1-1er. Ja, das ist okay für mich. Ja, dann sterben die halt hier, ne? Siehst du, deswegen geht mein Plan nicht auf. Ich habe mir Sachen nicht überlegt. Wir gehen trotzdem ins Gesicht. Ich sehe schon, im Heroic-Modus wird das hier nicht einfach. Absolut nicht einfach. Wir hätten jetzt noch sowas wie hier benutzen können. Heieieiei. Oh, und taunt.
Oh, der hatte nur ein Leben. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, da komme ich jetzt nicht hinterher. Allerdings, oh. Crazy shit. Können wir die zusammenspielen? Yes. Oh, schade, dass wir nicht... Jetzt hätte ich mal rechnen sollen, ne? Jetzt hätte ich mal rechnen sollen. Okay, das müssen wir eh machen. 4 plus 3 sind 7 plus 4 sind 11. Tja, fast, ne? Schade, dass wir den jetzt hier kaputt machen müssen. Sonst wäre der jetzt hier kaputt. Warte mal, aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. 8 plus 4 sind 12. Was war sein Death Rattle? Oh nein! Oh, Glück gehabt! Und zack! Und zack! Und zack! Rushen! Rushen war der Clou, Freunde. Jedenfalls bei mir. Ich hatte aber auch unglaublich Glück. Er konnte einen Zug lang gar nichts machen. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg. So, jetzt haben wir hier den Stone Skin Gargoyle gekriegt. Wer es nicht weiß, dieses Ding hier heilt sich am Anfang jedes Zuges wieder voll auf. Ich glaube, das ist eine gute Karte für den Priester, wenn man den nochmal aufbufft und so. Und dann muss der Gegner ihn nämlich irgendwie in einer Runde kaputt machen. Sonst kann er ihn quasi nicht töten. Das ist, finde ich ganz interessant. Werde ich auf jeden Fall mal in dem Priester-Deck ausprobieren. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns heranwagen an... An... Hagen sent me a message, telling me that he promises not to kill you if you don't play any cards against him. Ja, dann kämpfen wir gegen Hagen und seine Hero-Power ist... Er macht 2 Damage. Was? To the leftmost enemy Minion. Achso, zu dem Minion, der ganz, ganz links ist. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Und das ist kein Passiv, das ist, das kostet auch einen Mana. 2 Damage zu dem ganz links. Da ist es, glaube ich, da ist es sinnvoll, Minions zu haben, die viel Leben haben. Je nachdem, was er sonst noch so im Deck hat. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wenn ihr es auch seid, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss.